33 zu 23, letztendlich eine klare Kiste für den HSV. Bei mir sind jetzt Philipp und Sebastian. Was sagt ihr zum Spiel? Ganz klassische Eingangsfrage. Verdient gewonnen, oder? Hinten raus denke ich schon. Gut gestartet, zwischendurch wieder ein bisschen nachgelassen, hinten raus nochmal Gas gegeben. Ich glaube, so lässt sich das ganz gut zusammenfassen. Wie lässt es sich denn da oben leben an der Tabellenspitze? Ich meine, ein Sieg nach dem anderen, 31 Heimsiege in Folge habt ihr gefeiert. Im Prinzip war das heute ja auch ein 32. Heimsieg bei den ganzen Fans, die ihr mitgebracht habt. Ja, es ist natürlich mega cool, wenn du hier nach Kiel fährst und dann ein gefühltes Heimspiel vor weiß ich nicht wie vielen Leuten hast. Und das andere, jeder sagt es, aber wir gucken wirklich nur von Spieltag zu Spieltag. Ist es tatsächlich so? Ja, okay. Weil wir hatten schon mal die Situation letztes Jahr davor oder vor 3 Jahren. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn du es dann noch am Ende der Zielgeraden nicht schaffst. Und deswegen von Spieltag zu Spieltag. Wir haben noch 10 sehr schwere Spiele und schauen wir mal. Das heißt, von Spiel zu Spiel, von Sieg zu Sieg denken, kann man im Grunde sagen. Jetzt ist es ja bei euch im Verein leider so, dass ihr turbulente Tage hinter euch gebracht habt. Merkt ihr das bei euch in der zweiten Mannschaft, die ihr jetzt die erste geworden seid? Merkt man das formal oder merkt man das auch intern? Na, natürlich hörst du immer mal irgendwie was, aber grundsätzlich trifft es uns nicht. Wir befassen uns dann auch nicht großartig damit. Wir ziehen unser Ding durch, wollen so gut es geht unsere Spiele gestalten. Das haben wir heute wieder gemacht. Das Schöne dabei ist, die Jungs und Mädels von den Fanclubs sind jetzt bei uns mit dabei. Das ist eine riesen Unterstützung, darüber freuen wir uns. Aber wir sind da nach wie vor in unserer kleinen Welt und spielen das so gut, wie es geht für uns weiter. Okay, also halten wir fest, ihr denkt von Sieg zu Sieg. Ich hätte euch ja jetzt gern so ein Bekenntnis mal rausgekitzelt, so nach dem Motto, wir wollen unbedingt in die dritte Liga. Kriege ich das von euch heute? Wir wollen aufsteigen, natürlich. Ja, geht doch. Wunderbar. Dann haben wir das geklärt. Der HSV will aufsteigen. Kennt man aus der Fußball-Bundesliga. Aber gut, 33-23. Apropos, wir haben die gespielt. Konnte der HSV 2-1 in Stuttgart verloren. Oh, ja. Spannend. Ja. Haben wir wenigstens besser heute dagegen gehalten. Ihr seid in andere Tabellen ja. unterwegs. Also, alles klar, ich bedanke mich. Kommt gut nach Hause. Dankeschön. Der HSV, auf und ab.